Ich grüße dich, das ist wieder Uwe Breuer mit Intergalaktik News, aber auch mit Neuschöpfungsleben, weil es gehört hier in diesem Video zusammen. Ich möchte gerade auf den Punkt kommen, wir haben am 11.01.2024 jetzt ein bestimmtes Gate offen. Das wurde mir schon vor einem Monat mitgeteilt und deswegen, jetzt ist aber die Zeit, wo ich es öffentlich bekannt gebe. Und das ist ein Gate, das macht schon am 10.01. auf, geht dann über den 11. in den 12. rein, 12.01. Das ist so eine Kurve. Aber so am 11. ist es mit am stärksten und da geht es auch um diese neuen Schöpferkräfte und die hängen zusammen mit diesem Innersten, was uns auch dieses Lebendige gibt in uns, diese zwei Urwirkkräfte, dieses polare Prinzip männlich weiblich in uns, in jedem Wesen, in allem, was existiert. Und das kommt noch aus dieser Urgeschichte heraus, weil ja alles in diesem Toruswirbel entstanden ist, diesen Yin und Yang, und da hat es einen Nord- und einen Südpol und in der Mitte diesen sogenannten Nullpunkt. Und darum geht es jetzt auch. Da kommen neue Schöpfungspotenziale rein und die gehen so in dein neuschöpferisches. Es ist ein urweiblich, urmännliches in dir, aber es kommen auch neue schöpferische Qualitäten dazu, neue Möglichkeiten, die sich aber immer individuell dir anpassen. Das ist kein etwas, was starr reinkommt und wenn du nicht dazu passt, dann hast du es halt, dann bekommst du es halt nicht. Nein, es passt sich immer dir an und jedem Menschen, jedem Tier, jeder Pflanze, jedem, allem, was ist, jedem Stein, jedem Stein, Atom sogar, jedem Kristall, allen Naturwesen, habe ich glaube schon gesagt, allem, was ist, passt sich dieses neue Sein an und ermutigt es, dieses Potenzial in dir nun auch leben zu wollen, zu möchten, aber dadurch auch immer mehr Wirkung zu erzeugen und mitzugestalten, diese neue Welt, diese neue Schöpfung, dieses, was da alles jetzt zur Erde hin als Samen herunterrieselt und besonders durch diese Gates, durch diese Tore, die da jetzt geöffnet werden. Und du bist so ein Tempelhüter, Tempelhüterin, Tempelhüter. In deinem Innersten ist dies vorhanden. Du kennst dieses, du kennst diese Liebeslicht-Kristalltempel, du weißt genau, wovon ich rede. Und wo du mitgewirkt hast, schon Lemuria, Atlantis und davor schon Mu und Hyperborea und noch in vielen anderen Tempeln in der näheren Geschichte, die du ja auch kennst. Und das ist jetzt die Zeitqualität. Die Zeitqualität geht jetzt dahin, dieses urweibliche und urmännliche in dir mit diesem neuen Potenzial zu verbinden. Und dazu ist ja auch jetzt erstmal wichtig, dass wir dieses urweibliche und urmännliche in uns selbst jetzt wieder finden, reaktivieren. Und das heißt ja auch die Erde, und wir haben ja auch einen Schwesternplanet, die Venus, und es ist weiblich, also hier auf der Erde ist alles ein wenig mehr im Weiblichen, im Urweiblichen, auch die Männer hier auf der Erde, darf ich euch erinnern, liebe Männer, wir sind nicht so, wie man glaubt, dass ein Mann sein soll, wo uns durch die Medien vielleicht vermittelt wird oder durchs Militär oder durch sonst etwas. Wir sind liebe, lichtvolle Männer, die das Weibliche begleiten, aber auch in uns selbst, aber auch im Außen, schützen diesen Herzraum, dieses Liebliche, dieses Feine, und das ist auch unsere Aufgabe, dann auch zu manifestieren, mitzuwirken. So, jeder hat, wie gesagt, auch die weiblichen Wesen haben ja das männliche Yang in sich. Dazu wird es noch vieles, vieles weitere geben, was da jetzt durchkommt. Wir sind jetzt auch dabei, Weiblichkeitstempel, Männlichkeitstempel zu errichten, Neuschöpfungstempel und ganz, ganz wichtig, Herztempel. Und das alles zusammen in einer Liebeslichtsinfonie zu bringen, weil im gesamten Kosmos findet jetzt die Angleichung statt an diese neue Schöpfung, die sich da jetzt immer mehr ausbreitet. Und ich kann euch verraten, das hat schon mittlerweile
weit über 90% erreicht. Und die sagen, ja, ich möchte mit in dieser neuen Schöpfung sein. Und das drängt jetzt immer mehr zur Erde. Und diese neuen, alle diese Planeten, die sich da jetzt, ich sag mal, dieser neuen Schöpfung im Herzen angleichen, sind jetzt dabei, dieses urmännliche, urweibliche, dieses, das Herz und auch die Neuschöpfung an sich miteinander in Einklang zu bringen. Und da kommen ja diese neuen Potenziale rein, dieses Neue. Und dazu bauen die oder manifestieren die auch diese ganzen Tempel, also Herztempel, Neuschöpfungstempel, Männlichkeitstempel und natürlich ganz wichtig der Weiblichkeitstempel. Alle gleich wichtig natürlich. Und die zusammen wirken schon mal. Natürlich kommen dann noch ganz viele dazu, Kinder, Tempel, dies, jenes, alles Mögliche, was noch wichtig ist. Also das sind einfach Bewusstseinsräume, das sind Tempel, wo die sich einem bestimmten Bewusstseinsklang annähern und ihn bei dir wieder in die Erinnerung rufen. Und dazu kommen dann noch diese neuen Möglichkeiten, dieses Ohr. Dieses neue Potenzial, wo da jetzt reinkommt, immer mehr rein. Und wie gesagt, am 11. jetzt haben wir so ein Hochgate oder ein sehr stark geöffnetes Gate. Und da kannst du dich dann auch noch mehr öffnen für diese urmännlich, urweiblichen, dieses in dir und das auch mit den Engeln zusammen transformieren, heilen können. Und dann kannst du immer noch mehr diese Neupotenziale reinbekommen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dieses Urmännliche und dieses Urweibliche, oder ich möchte mal zuerst das Weibliche nennen hier, das Urweibliche wieder, weil wir sind ja nun mal auf dem weiblichen Planet, mit Gaia in Einklang zu bringen. In dir selbst, verstehst du? Dass du wieder spürst, ich bin sicher, ich bin behütet, ich bin in dieser Liebe und in diesem Licht auch des Neuen und gleichzeitig das, was ich in mir habe, dieses Bewusstsein, was ich bin, dieses Urweibliche und Urmännliche, das ist so schön. Und dort, wo das zusammenkommt, entsteht ja das ganz, ganz Neue jetzt. Und aber auch dieses, was schon ist, wird dadurch wieder ganz und ja, füllt sich wieder mit diesem liebeslichtlich lebensenergiehaften auf und alles wird dadurch wieder in diese Schönheit, in diese Herzensfreude hineingeführt, die du ja kennst von anderen Planeten, höheren Dimensionen und teilweise auch von der Erde. Und das darf jetzt wieder unser normales Bewusstsein sein. Und das wird immer mehr in die Richtung gehen, dass du auch Menschen jetzt anziehst, die dir dann auch ähnlich sind, obwohl die Waschmaschine läuft und immer wieder etwas da kommt und dieses und jenes. Also, ich werde euch auch in näherer Zukunft dann bekannt machen mit Menschen, die schon dieses zum Beispiel Urweibliche mit dir wieder noch besser in Resonanz bringen können. Da wird einiges jetzt stattfinden hier auf der Erde und dann auch dieses Urmännliche natürlich. Und dann natürlich wieder, dass dadurch auch diese neuen Potenziale des Urweib, des höher potenzierten Weiblichen, des höher potenzierten Männlichen, du dadurch aufnehmen kannst. So viel erstmal dazu. Was kannst du am 11. machen? Dich einfach irgendwo, wo du dich wohlfühlst, hinsetzen, vielleicht auch in die Natur gehen, wenn es nicht zu kalt ist, schaust du einfach mal. Egal, wo du gerade bist, verbinde dich mit Gaia, mit Mutter Erde Gaia und mit deinem höheren göttlichen Bewusstsein. Erzengel Michael und andere Engel sorgen immer auch für Schutz. Und dann kannst du es empfangen und weiterleiten in
Mutter Erde Gaia. Einfach so vorstellen, jetzt kommt diese Energie rein, ich erlaube das und leite es dir weiter. Und dann gehen die auch, suchen die sich Erdmeridiane, womit sie dann ganz fein sich verbinden, wie so Lichtwürzelchen. Und dann geht da die Energie rein und befruchtet alles hier auf der Erde. Ganz wichtig jetzt auch in dieser Zeit natürlich, aber wie gesagt, es kommt sowieso in jedem Fall. Diese neue Schöpfung ist schon überall um uns herum und es geht jetzt immer weiter hinunter und es ist jetzt da. Es kommt jetzt. So, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir alle zusammen weitergehen. Alles, alles Liebe und ich möchte euch noch was sagen, genau. Hier, ich blende euch das kurz ein. Am Online-Kongress Dein Herz, Dein Kompass, passt ja gerade. Und da habe ich ein Interview und das Thema ist Mein Herz, ist mein meine Herzensberufung leben. So. Und es ist jetzt am 12.01., ist ja noch dieses Gate übrigens offen, beginnt das. Geht dann bis am nächsten Tag ab 18 Uhr. Bis nächsten Tag 18 Uhr. Workshop habe ich auch noch, seht ihr im Hintergrund, 22.01. Ein Live-Workshop über Zoom. Da kannst du dich anmelden, das ist aber nur in diesem Kongresspaket, wenn du dich anmeldest, aber gratis, alles gratis. Wenn du dich anmeldest, kannst du diesen Live-Workshop anwählen sozusagen. Dann kannst du dich da anmelden, dann kriegst du einen Zoom-Link und dann musst du da nur draufklicken und dann bist du live mit dabei am 22.01. 20 Uhr. Genau, montags ist das, wenn ich mich recht erinnere. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wie gesagt, was wollte ich noch sagen? Februar bin ich in der Quelle in Bern auch live. Kannst du dich auch mal reinspüren, reinschauen, werde ich auch unten verlinken. Ein Intensivworkshop, der wird 2 Tage, der ist dann sehr intensiv. Wird dich aber auch von vielen Boykottprogrammen, Dingen, die dich halten, Glaubensmustern und so weiter transformieren, dass du mehr besser als Kanal in diese neue Welt mitgehen kannst. Und auch gerade mitwirken kannst. So, das ist ja dieses Innere, diese Berufung, die du hast, die du auch immer wieder spürst, diesen inneren Klang, mitwirken zu möchten, dass du auch da weiterkommst. Durch dein höchstes Selbst geleitet. Ich führe nur immer verbal durch. Naja, auch übrigens beim Live-Workshop wird eine integrale Mediation dabei sein, beim Herzkongress. Spürst du mal rein, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis bald, alles, alles Liebe. Ja, wundervolle Zeit, eine Zeit voller Herzenswunder. Euer Uwe Breuer.